Moritz Bleibtreu, Schauspieler und Produzent von Nur Gott kann mich richten von Özgür Yildirim. Und zwar Regie, Drehbuch, Co-Produktion. Ich hatte ja viel Zeit nachzudenken. Und was heißt das? Das heißt, dass wir im Moment davon ausgehen, dass Lillys Herz vielleicht noch ein Jahr eigenständig arbeitet. Du wirst doch wieder gesund. Aber ich brauche ein bisschen Startkapital. Der Film besteht eigentlich aus vielen Ideen. Also ich sammle ja immer über Jahre, über Wochen hier sehr viele Ideen zusammen. Ich schreibe sie mir auf und dann kombiniere ich manchmal diese Ideen. Und so ist eigentlich Nur Gott kann mich richten auch entstanden. Über 4 Jahre. Und ich habe da niemandem was von erzählt. Irgendwann habe ich Moritz davon erzählt. Ich hab zwar eine Produktionsfirma schon seit langer Zeit, habe die aber eigentlich immer gehabt, weil ich seit langer Zeit sie gerne auch mal Regie führen würde. Nur das mit dem Schreiben ist nicht so einfach, wie er ja weiß. Und das ist Business, Digga. Wir sind so klar und so präzise mit unserer Idee aufgetreten und haben auch gesagt, wir stehen auch dazu. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein ist schon ein wichtiger Teil von diesem ganzen Prozess, um überhaupt wirklich den Leuten klarzumachen, was wir da wollen. Dass wir eben nicht irgendwie so eine schmalzige sozialkritische Nummer machen wollen, sondern dass wir wirklich ganz hartes, klares Genre-Kino machen wollen. Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann! Hier, komm, gib mir die gottverdammte Tasche, du Mensch! Warndreieck und Erste-Hilfe-Kasten, bitte. Und klar wussten wir am Anfang nicht, wie schnell schaffen wir es überhaupt, das Ganze irgendwie auf die Beine zu stellen, zumal wir beide auch ganz klar miteinander auf der Ebene im Reinen waren, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall einen Film machen, der nicht allzu teuer ist. Also wenn man jetzt losziehen und sagen, wir wollen das Ding für 5, 6 Millionen machen, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ja, und deswegen haben wir auch ganz klar uns dafür entschieden, auch den Film so low wie möglich zu produzieren, weil wir auch klar waren darüber, dass je weniger Geld wir brauchen, desto mehr Freiheiten werden wir haben. Was ist das, Digga? So ist das Business.